Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Game und jetzt spielen wir gegen Inter. Ich bin mal gespannt, wie es gegen Inter Mailand so abgeht, Leute. Bin mal sehr gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, wie es gegen Inter Mailand abgeht, Leute. Bin mal sehr gespannt. Wie es gegen Inter Mailand heute stattfinden wird. Ja, heute schon. Ne? Schaffen wir es gegen Inter einen Sieg zu holen. Es wäre halt schön. Und wir bleiben wieder in Los Angeles. Bleiben wir, ja. Inter hat den Innenverteidiger geholt. Okay, Inter Meiner hat sich mal Malen geholt. Oh je, da hören die. Ah, da haben sich echt gute Spieler in da geholt, Leute. Da hat sich in da. Ah, Pech. Das war am Ende war es ein bisschen das Pech. War gute Aktion vom Torhüter, aber der Ball ist dann ein wenig zu noch. Mal gucken mal, wie man die mal. Wieder vielleicht. Aber wir werden nach die Taktik keine neue Taktik mehr als ändern. Bleiben mit bei der Taktik. Na, es geht oben an. Ruhig weiter, ich bin die Mannschaft halb. Ja, für unser Team sieht es jetzt in diesem Turnier nicht so überragend aus. Ne? Muss man uns das Turnier sehen? Nicht so überragend aus, aber wir müssen. Ziel ist ja nach dem Vorbereitungsturnier, Leute,
das deutsche Supercup. Das ist unser Ziel eigentlich, Leute. Das ist unser großes Ziel. Das ist eigentlich unser großes Ziel, den deutschen Supercup zu spielen, Leute. Man hat gesagt, man wusste, Leute, dieses Turnier, wo wir uns angemeldet haben, ist nicht leicht für unser Team gewesen. Ach, wenn man sozusagen starkes Team, das zweitbeste Team in den anderen. Ah, ein bisschen zu nah am Mann gewesen. Aber mehr, die Spiele sind hart hier in dieser Gründe. Oh Mann, ein bisschen zu weit den Ball gelaufen lassen. Ruhig weiterspielen und einfach ruhig das Spiel. Ah. Fortschritte sieht man schon in dem Thema. Leichte Fortschritte kann man in dem Team schon sehen, Leute. Aber die Passgenauigkeit, da muss man noch Verbesserungsbedarf haben. Da immer noch Verbesserungsbedarf, Leute, in der Passgenauigkeit und in der Defensive. Aber das ist schon seit mir. Da hat man hier dem Team gewechselt, haben wir. Jetzt ist so ein bisschen unser Problem, Leute. Wollen wir versuchen, im letzten Spiel die Taktik mal mit dem Anna, wenn er drei verschiedene die. Wenn er drei verschiedene Aufstellungen. Vielleicht ändern wir mal die Taktik mal ein bisschen. Vielleicht ändern wir die Taktik einfach mal und testen die eine andere mal.
Okay, City führt schon wieder. City führt schon. Ja, wie gesagt, wir warten. Jetzt warten wir noch ein bisschen, noch ein paar Minuten. Warten wir jetzt, bis wir mal wechseln. Bis wir mal wechseln. Na, da gucken wir mal, aber mal. Vielleicht funktioniert. Alle ein Gegen, nur ein Tor Rückstand haben wir. Ein Gegen, ein Tor Rückstand haben wir nun. Wir haben nur ein Gegen. Nun. Nur ein Gegentor, krass. Mehr nur ein Gegentor, Lolle. Oh yeah, alles wird ein hartes Stück, aber weil zur Zeit spielt sie spielt in der nur hinten drin. Ja, unendliches Ausgleich ist einseitig wichtig. Einseitig wichtiges Ergebnis. War sehr wichtig in unserem. Sehr wichtig. Mann. Sehr wichtig. Ne? So. Und jetzt würde ich sagen, werden wir noch mal einige Spiele eine kleine Pause gönnen, würde ich sagen. So, jetzt kriegen noch ein paar bisschen Pause. Nochmal richtig nochmal auswechseln. Und jetzt nochmal die letzten 20, 30 Minuten jetzt nochmal richtig nochmal Druck machen. Hallo, Waldmeister. Okay, jetzt wird es halt nochmal ein. Wer schafft jetzt?
Wer schafft hier jetzt noch ein da noch ein Tor? Da war jeder mehr. Oh, Junge. Hier wird's nur mal richtig spannend hier im Finale. Jeder kämpft sich jetzt ins Ding. Nee. Oh, Alter, wenn da noch einer den Ball irgendwie noch hat. Ah, Punkt wäre. Ah, Punkt. Ist halt zu wenig, Leute. Punkt ist zu wenig, Leute, Punkt. Ein Punkt ist fast zu wenig, Leute. Und es kann mit dem Sieg hier könnte es noch ein bisschen nach vorne gehen in der Gruppe hier in dieser in dem Turnier. Leider gibt es halt keinen Pokal wie früher fand ich, wo man dann halt drei Vorrunden spielt und dann das Halbfinale und die großen. Ja. Ja, heute heißt es 3 Punkte und so, und dann halt wieder nach oben zu kommen. Leute. City wird schwer zu besiegen. City ist halt so, wird wahrscheinlich, wie gesagt, City wird das Team über die Liga gewinnen, dieses Liga zum Vorbereitungsspiel. City wird wahrscheinlich das Ding gewinnen. City wird wahrscheinlich das Turnier gewinnen, die Vorbereitung. Und jetzt müssen wir hier diese noch die Minuten durchstehen. Oh Mann, und wieder den Fehler, Leute. Oh Mann. Ja, das war ein bisschen unser Fehler. Wir haben ein bisschen die anderen Spieler ein bisschen zu viel Platz gegeben im Mittelfeld. Im Mittelfeld leider zu viel Platz, den er gebe. Und jetzt wird es doch noch mal nicht so gut. Okay, ein Punkt ist eigentlich zu wenig, Leute. Ein Punkt ist eigentlich viel zu wenig, viel, aber. Besser als nichts haben wir mal. Besser als kein wieder 0 Punkte. Aber für halt Dingens.
für hier weit hochzukommen in der Kunde ist ein Punkt nicht gut, nicht viel. City gewinnt, Madrid gewinnt, Barca gewinnt. Und alle die unten sind, gewinnen auch alle. Und das ist halt, jetzt spielen wir noch gegen Chelsea, Leute. Gegen Chelsea noch und dann schauen wir mal. Oh, ne, und Dortmund will neuen Spiel, sich einen Spieler gucken. Okay. Jetzt noch. Okay, die Monate Berichte, schauen wir mal, wie ist er. Die zwei sind ja wirklich, die zwei gehen wirklich ab wie Schmitz Katze, aber ich würde sagen, ihn zum freigeben, Porter, der ist nicht unser Ding. So Leute, aber ich würde sagen, gegen Chelsea spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.